sondern etwas ziemlich Trauriges. Ja, denn auf den Tag genau vor 2 Wochen passierte, was seither die Berliner fassungslos macht. Nur wenige 100 Meter von hier entfernt an der Rathausstraße wurde der 20-jährige Johnny K. von mehreren Angreifern überfallen und zu Tode getreten. Seitdem kommen Berliner Besucher mit Kerzen und frischen Blumen jeden Tag hierher. Auch heute war das der Fall. Auch heute hat man sich dort versammelt. Und man wollte auch daran erinnern, dass das Verbrechen ja noch nicht aufgeklärt ist. Die Polizei kennt zwar die Namen aller Verdächtigen, aber im Moment sitzt nur einer von ihnen in Untersuchungshaft. Es gab am Nachmittag auch eine öffentliche Gedenkfeier in Westend im Haus der Begegnung. Susanne Papavassilio berichtet über einen tief bewegenden Abschied. Viele Hunderte sind gekommen, um sich von Johnny K. zu verabschieden. Die Sängerin Jocelyn B. Smith ist eine Freundin der Familie, kannte Johnny gut. Sie empfängt die Trauergäste im Greeneisenhaus der Begegnung mit einem amerikanischen Vaterunser. Der Tod des jungen Berliners bewegt 2 Wochen nach der Tat auch Menschen, die ihn gar nicht kannten. Ich bin halt motiviert, hierher zu kommen, um zu zeigen, dass auch Leute, die nicht unmittelbar betroffen sind, trotzdem betroffen sind. Anteilnahme, Trauer und auch Wut über die Ereignisse, die da am Alexanderplatz stattgefunden haben. Ich bin entsetzt, ich bin traurig, ich bin wütend. Nach der ersten Zeremonie, die ein tibetanischer Mönch abhält, gibt es noch eine zweite. Die wird von thailändischen Mönchen aus dem buddhistischen Tempel in Pankow durchgeführt. Danach dann die öffentliche Trauerfeier. Die Angehörigen möchten nicht dabei gefilmt werden, wenn die vielen Menschen am Sarg ihre Anteilnahme aussprechen. Schon so viel wird an diesem Tag mit der Öffentlichkeit geteilt. Unzählige Menschen haben das Bedürfnis, hierher zu kommen, so auch die Eltern von Giuseppe M., der vor einem Jahr im September auf der Flucht vor Schlägern ums Leben kam. Für die Familie von Johnny K. ein Balanceakt zwischen privater Trauer und öffentlicher Aufmerksamkeit. Ich finde es sehr schön, dass so viele Leute kommen werden und dass so viele Leute sich angekündigt haben. Weil ich meine, es war für mich der wichtigste Mensch, aber es ist jetzt halt schön, dass er so viele Leute berührt hat. Und ich finde es auch für mich einfach wichtig, dass ich ihn jetzt nochmal sehe und nochmal drücken kann. Und ja, ich hoffe und meine Mama wünscht sich, dass sie einfach mal kommen und sich einfach dafür entschuldigen. Ganz egal, wer den ersten Schlag, wer den zweiten Schlag, wer den dritten Schlag. Die 5, 6, 7 Leute, die das gemacht haben, die wissen ganz genau, dass sie es gemacht haben. Die wissen ganz genau, was sie getan haben. Und ich weiß, die sollen sich dafür entschuldigen, sollen kommen und halt auch, ja, sollen einfach Reue zeigen. Ihr Bruder Johnny wurde nur 20 Jahre alt. Zum Abschluss der Trauerfeier wird den Gästen ein Video mit Bildern aus seinem Leben gezeigt. Ein Berliner, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.